Als Anthropologin erforscht Soraya Hosni Kultur und Sprache der Menschen. Doch die zentrale Aufgabe des Berliner Forscherteams ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Sprache Dakaka eine Überlebenschance hat. Um die Sprache selbst kümmert sich eine Expertin. Die Linguistin Kilo von Prinze versucht, Dakaka zu dokumentieren. Jede Sprache wird von etwa 1000 Menschen gesprochen. Sie wurden nie niedergeschrieben. Sie werden nicht in der Schule unterrichtet und kommen auch in keinen Medien vor. Die Gefahr, dass diese Sprache ausstirbt, ist sehr real. Wir haben das auch schon bei der Sprache der jüngeren Generation beobachtet. Kilo will diese Chance ergreifen. Sie spricht fließend Dakaka und arbeitet mit Graham zusammen. Er erzählt ihr eine Geschichte, sie notiert die Wörter. Dann übersetzt sie den Text, fragt immer wieder nach und macht Notizen. So entstehen über Monate Stück für Stück Sammlungen von Geschichten und ein Wörterbuch. Außerdem versucht Kilo von Prinze so, die Grammatik der Sprache zu enträtseln. Das Wort für eine Geschichte ist auf Dakaka Sorusyan. Man startet immer mit einer Aufnahme. Man nimmt einen Muttersprachler auf, der eine Geschichte erzählt oder auch ein Gespräch oder einen Gerichtsfall. Dann geht man nochmal die Aufnahmen durch mit einem anderen Muttersprachler. Then you go through that recording with at least one other native speaker. Viele Aufnahmen kommen vom Häuptling des Dorfes, Philipp Talevu. Kilo legt sich so einen wertvollen Sprachschatz im Laptop an. Dann folgen Tage vor dem Computer. Sie will die Struktur der Sprache enträtseln. Kilo von Prinze stellt ihre Arbeit etwa alle 3 Wochen dem Sprachkomitee vor. Mit den Mitgliedern diskutiert sie die Schreibweise der Wörter. Es geht aber auch darum, die Inhalte der alten Geschichten und der Lieder nicht zu vergessen. Für Geschichtenbücher hat ein Einheimischer Illustrationen angefertigt. Zwar arbeiten sie hart, doch es macht auch Spaß. Augustino vom Sprachkomitee lernt sogar seine ersten Brocken Deutsch. Kilo von Prinzes Arbeit mit Dakaka scheint erfolgreich. Sie sammelte wertvolles Rohmaterial, hat aber in Berlin noch viel Arbeit vor sich. Zu ihrem Abschied singen sie zusammen einen Kanon, den sie aus dem Deutschen in Dakaka übersetzt hat. Es folgt der Abschied von ihren Eltern, denn auch sie wurde adoptiert. Nach gemeinsamen Monaten steht jetzt der Heimflug an. Manfred Krifka dagegen steckt noch mitten in seinem Projekt.